Okay, wir sind hier, weil wir gegen Grünflächenversiegelung sind und deswegen nochmal ganz klar und deutlich: Weniger Asphalt! Mehr Wald! Weniger Asphalt! Mehr Wald! Weniger Asphalt! Mehr Wald! What do we want? Climate justice! When do we want it? Now! Where do we want it? Everywhere! Are we gonna fight for it? Yes! Are we gonna get it? Yes! Dankeschön! Bitteschön! Jetzt gleich ab 18 Uhr eine Veranstaltung stattfindet, in der über das integrierte Flächenkonzept der Stadt Münster eine Beteiligungsveranstaltung stattfindet, denn das soll entwickelt werden. Und da geht es darum, welche bisher Grünflächen der Stadt in Zukunft noch weiter versiegelt werden sollen zu Wirtschaftsflächen, Wohnbauflächen oder auch zu Flächen für erneuerbare Energieproduktion. Wobei bei letzteren ist die Versiegelung zumindest ein sehr unwesentlicher Anteil. Deswegen sind wir hier, weil wir diesen Prozess von vorne bis hinten nicht gelungen finden, wie er gemacht ist. Die Beteiligung fängt nicht da an, wo sie eigentlich anfangen müsste. Wie viel Wachstum wollen wir in dieser Stadt noch? Wie viel brauchen wir überhaupt? Wie soll das aussehen? Sondern die Frage, die im Raum steht, ist nur, wo genau soll das stattfinden? Das ist die Frage, mit der Prozess angefangen hat. Und vor diese Situation gestellt, ist so eine Beteiligung eigentlich ein bisschen absurd. Weil darüber noch zu entscheiden, ja, wo genau wollen wir jetzt eigentlich noch was versiegeln, wenn man nicht mal mehr mitreden darf, wie viel, ist eigentlich eine Farce von einer Beteiligung. Und deswegen müssen wir klar machen, wir wollen in dieser Stadt Klimagerechtigkeit. Die Stadt hat sich das schon lange vorgenommen. Und wenn dann solche Prozesse laufen, als gäbe es das alles nicht, als wären diese ganzen Entscheidungen zu Klimaneutralität, Klimanotstand und so weiter, als wäre das alles nur ein ganz anderes Thema, was damit nichts zu tun hat, dann läuft grundlegend was schief. Und dann ist es auch kein Wunder, dass Münster keine sinkenden Emissionen mehr hat, sondern nach dem Corona-Effekt von 2020 wieder stetige Emissionen und wir kommen keinen Schritt näher an die Klimaneutralität. Wenn man den Trend der letzten Jahre fortsetzt, dann sind wir bei Klimaneutralität 2090, nicht 2030. Ich glaube, das ist als Rahmen schon mal klar und genau das, was hier heute verhandelt wird, das integrierte Flächenkonzept, ist Ausdruck des Problems. Des Problems, warum das nicht klappt. Weil immer noch so weitergemacht wird wie bisher, weil immer noch der Ansatz ist, wir machen keine, also gerade jetzt, wenn es um Wohnflächen geht, wir haben zwar keinen Mangel an Wohnflächen, sondern wir haben einen Mangel an Wohnungen, die frei sind und beziehbar sind. Und anstatt, dass wir darüber sprechen, wie wir mit dem Wohnraum, den wir haben, so auskommen, dass alle einen passenden Wohnraum finden, wird stattdessen einfach dieser ganze Verteilungskonflikt, der da drin steckt, dass sehr wenige Menschen sehr, sehr große Wohnflächen haben und es wenig Anreize gibt, die auch frei zu machen für Menschen, die mehr Wohnfläche brauchen und die nicht finden. Anstatt über diesen Konflikt zu sprechen, wird mit der klassischen Lösung des 20. Jahrhunderts daran gegangen, wir machen keine Umverteilung, wir machen so viel Wachstum und gehen damit noch mehr in die Ausbeutung der Natur drumherum. Wir zerstören die Grünflächen, wir breiten uns weiter aus, wir zersiedeln, wir versiegeln. Und am Ende haben wir damit zwar mehr von allem und damit müssen wir die Verteilungsfragen vielleicht nicht angehen, aber wir haben weniger von einem, was uns allen in Zukunft immer wichtiger sein wird. Und das sind die natürlichen Lebensgrundlagen und die Frischluftzufuhr und die Versickerungsflächen und all das, was die Grünflächen für diese Stadt leisten. Das kann nicht so weitergehen, darum sind wir hier. Und ja, jetzt habe ich ganz viel gesagt und es wäre ganz cool, wenn ihr auch ein bisschen laut werdet. Ich habe nur noch keinen passenden Grünflächenspruch gerade parat. Weniger Asphalt! Mehr Wald! Weniger Asphalt! Mehr Wald! Weniger Asphalt! Mehr Wald! Ich bin Theresa Häuser. Ich habe für den Klimaentscheid diesen Prozess beobachten dürfen. Und wir sind jetzt ja hier gerade im dritten Teil des Werkstattverfahrens eingeladen gewesen als Stakeholder, wie es so schön heißt. Und konnten im Innenraum eben miterleben, wie die Flächen, die auf der Karte, die hier zu sehen ist, jetzt unterschiedlich verteilt werden könnten. Einmal, ob es mehr im Innenraum bleiben wird und der zweite Grünring aber dafür geopfert wird, oder ob auch eine nicht uninteressante Lösung die neuen Siedlungen an den Mobilitätstrassen für den öffentlichen Nahverkehr angegliedert werden, dann zersiedelt sich die Landschaft etwas mehr. Oder ob es so bleibt, wie es jetzt ist, dass immer wieder irgendwo gebaut wird, meistens im Umland. Diese drei Szenarien durften wir gerade innen abwägen
Und unsere Grundfrage von den Klima- und Umweltgruppen war, wo habt ihr eigentlich bedacht, dass die Biodiversität überhaupt noch erhalten bleibt? Und da mussten die Planer leider passen. Wir wünschen uns ganz klar, dass die Grünflächen von jeglicher Bebauung frei bleiben. Und dazu haben wir unsere Forderungen aufgeschrieben in dem Grünflächenmanifest für Münster. Das ist der Gegenentwurf zur Charta der Freiflächen. Wir würden sagen ganz klar, Freiflächen sind nicht frei. Der Begriff an sich stimmt schon mal nicht. Es sind keine freien Flächen zur Verfügung. Und wenn, dann müssen wir ganz klar unterscheiden. Reden wir hier von landwirtschaftlichen Flächen, die wir in Münster brauchen. Münster ist eine Stadt, die einen sehr hohen Selbstversorgungsgrad für Schweinefleisch hat und das Münsterland. Der liegt nämlich bei 501%. Und im Vergleich liegt der Versorgungsgrad für Obst und Gemüse bei 3-5%. Das heißt, ein ganz großer Teil dieser landwirtschaftlichen Flächen wird benötigt für die Produktion von Schweinefleisch. Aber wir brauchen eben auch diese Flächen, um sie eben später auch umzubauen, damit unsere Region sich selbst ernähren kann. Also das heißt jetzt nicht, dass wir auf die landwirtschaftlichen Flächen verzichten können. Das ist der eine Punkt. Der andere ist wesentlich für uns, wenn die Studien darüber kennen, wie stark das Artensterben in Münsterland fortgeschritten ist, dass ganz klar dafür gesorgt wird, dass keine weiteren Flächen versiegelt werden, weil irgendwo muss sich die verdrängte Natur ja ausbreiten können und entwickeln können. Wir reden hier von einem Artensterben in Bezug auf den Zeiger, das Anzeigetier, die Kiewitze ganz gut zu erkennen, die auf ein Minimum in der Stadt Münster die Brutpaare heruntergewirtschaftet worden sind, so dass man quasi von einem Verschwinden dieser Vogelart sprechen kann, die ja eigentlich ein Allerweltsvogel noch vor kurzer Zeit in Münsterland war. Deshalb fordern wir, dass zumindest diese Blickrichtung immer mitbedacht wird, und zwar prioritär mitbedacht wird, dass Biotopflächen verbunden werden und die aufgewertet werden. Im Werkstattverfahren zum integrierten Flächenmonitoring, wie es hier drinnen passiert, ist das mit im Gespräch, aber die Grundlage dafür, dass sich die Biotopverbunde vernetzt werden, die fehlt komplett. Das ist heute wieder Fehlanzeige gewesen und sehr bedauerlich. Noch etwas zur allgemeinen Information. Unsere Unterlagen, unsere Arbeit findet sich auf der Seite Münster-Klima-Info. Da gibt es einen extra Reiter, der nur das Grünflächenmanifest, also wo es nur um die Grünflächen geht, beschreibt. Und da sind auch unsere genaueren Begründungen, warum brauchen wir diese Flächen für den Natur- und Artenschutz und den Klimaschutz. Achso, noch ein Punkt dazu. Entschuldigung, habe ich gerade vergessen. Die Stadtverwaltung hat ein digitales Beteiligungsformat eingerichtet, wo die Münsteraner BürgerInnen das ist jetzt vorgestern freigeschaltet worden, dazu ihre Meinung abgeben können, zu diesem ganzen Prozess. Es ist übrigens kein Beteiligungsprozess, es geht hier um einen Informationsprozess. Das muss man schon mal ein bisschen unterscheiden, weil es ist nicht so, dass wir als BürgerInnen jetzt sagen könnten, das wollen wir nicht, und dann würde sich die Meinung grundsätzlich ändern. Es ist schon beschlossen, dass diese Flächen gebraucht werden für Wohnen und Bauen und für erneuerbare Energien. Da rührt sich jetzt nichts mehr. Wir können nur noch überlegen, wo es am schlimmsten ist und wo es ein bisschen weniger wehtut. Also es ist ein Informationsprozess, und die Beteiligung bezieht sich höchstens darauf, dass wir das diskutieren, wo es nicht so ganz so wehtut.
auch wenn Therese jetzt gesagt hat, die Stadt hat das schon so weit eingetütet, dass sie eigentlich, dass wir nicht einmal damit rechnen können, dass das noch aufzuhalten ist, wie viel versiegelt werden soll oder wie viel neue Wohnbauflächen ausgewiesen werden sollen, möchte ich aber trotzdem nochmal die grundlegende Kritik daran, wie das eigentlich berechnet wird, hier anbringen. Denn in den eigenen Unterlagen dazu zeigt die Stadt drei verschiedene Prognosen auf, wie die Bevölkerung in Münster sich bis 2045 entwickeln wird. Zwei davon sind von vor der Corona-Pandemie, wo halt der Zuzug in die Großstädte noch sehr viel stärker war und der hat sich eigentlich durch die Corona-Pandemie und auch im Nachgang davon nachhaltiger noch etwas abgeschwächt. Deswegen sind diese Prognosen von vorher gar nicht so unbedingt noch super tauglich. Das sind aber genau die zwei Prognosen, deren Zahlen zugrunde gelegt werden, wie viel Wohnungsflächen in Zukunft gebraucht werden. Das ist das eine Problem. Es gibt auch eine andere Prognose, die auch ausdrücklich in den Unterlagen der Stadt mit drin war, die 2021 erstellt wurde. Und in der sieht die Prognose völlig anders aus. Da geht es nicht darum, dass wir bis 2045 etwa 40.000 EinwohnerInnen mehr haben netto, sondern nur 9.000. Also ein erheblicher Unterschied. Und auch wenn die Stadt jetzt sagt, in den letzten Jahren sieht die Tendenz aber eher so aus wie bei den ersten Prognosen, muss man trotzdem auch bedenken, wie halt so eine Stadt sich langfristig entwickelt und dass halt diese großen Trends sich durchaus, wenn die sich in anderen Städten zeigen, dass es nicht heißen muss, dass Münster die Sonderstellung da behält. Deswegen sollte man auf jeden Fall schon diese ganze Grundlage in Frage stellen, wie groß eigentlich dieser Zuzug ist, der mit Wohnflächen versorgt werden muss. Dazu kommt noch, wie dann tatsächlich von der erwarteten Anzahl künftiger Menschen, die in Münster leben werden, auf diese Wohnflächen gekommen wird. Und zwar legt die Stadt da zugrunde eine gewisse Mindestsiedlungsdichte, die nicht unterschritten werden soll, auch aus ökologischen Gründen, damit möglichst wenig Fläche versiegelt werden soll. Und da geht es um 55 bis 65 Wohneinheiten pro Hektar Land. Und die Stadt schreibt auch noch selber, dass das bedeutet in etwa 2/3 Einfamilienhaussiedlung und 1/3 Geschosswohnungsbau. Das heißt, die Stadt hat tatsächlich allen Ernstes vor, in dem Großraum einer Großstadt noch 2/3 Einfamilienhäuser zu bauen. Und ich erinnere da nochmal an die Worte unseres Stadtbaurats, Herr Denzdorf, der letztes Jahr noch gesagt hat, in Münster wird es keine neuen Einfamilienhaussiedlungen mehr geben. Man möge sich im Bestand bedienen, wenn man ein Einfamilienhaus in Münster suche. Das sagte unser Stadtbaurat und jetzt plant die Stadt allen Ernstes mit genau diesem Schlüssel, wo 2/3 Einfamilienhäuser dabei sind. Das heißt, wo die Flächen auch noch maximal, wo die Flächen auch noch wirklich maximal schlecht genutzt werden. Und ich glaube, das Ganze ist noch auf die Spitze zu treiben, dadurch, dass wenn man dann nämlich ausrechnet, wie die selber das, mit welchen Zahlen die da selber hantieren, dann kommt man noch nicht mal bei diesen 55 bis 65 Wohnungen raus, sondern bei nur 50 Wohnungen, also Wohneinheiten pro Hektar, wenn die Flächen, die sie da angeben, tatsächlich so in Anspruch nehmen. Das heißt, selbst das halten sie nicht ein. Wir werden also wahrscheinlich tendenziell sogar noch mehr als 2/3 Einfamilienhäuser da sehen. Also da ist auf jeden Fall, wird deutlich, hier wird komplett in den Gedankengängen des 20. Jahrhunderts gedacht. Also wir machen so weiter wie bisher, der Modus bleibt so. Und das ist auf jeden Fall nicht zukunftstauglich und passt schon gar nicht zu dem Anspruch, den die Stadt gerne in allen möglichen Prozessen sich selber gibt, dass sie ja so wunderbar Vorreiterstadt sei, klimaneutral werden wolle und jetzt eine von den Top 100 Städten in Europa, die das voranbringen wollen, in diesem Prozess ist sie jetzt gerade drin. Also ich sehe, die Stadt ist immer, wenn es darum geht, irgendwie dabei sich zu profilieren als grüne Stadt, als klimaneutrale Stadt, als was auch immer, ist sie ganz vorne mit dabei, mit großen Worten. Aber wenn es dann tatsächlich um die ganzen Konzepte und Details geht, in denen ausgearbeitet, wie das konkret eigentlich aussehen soll, dann haben wir das Problem, dass es alles so läuft wie vorher. Und dann sieht man eben auch in den Emissionen, wie sie sich entwickeln. Und die entwickeln sich keineswegs nach unten, zumindest nicht ansatzweise so deutlich, wie sie das müssten. Das kann so nicht weitergehen. Und deshalb müssen wir einfach nochmal klar machen, so einen Prozess lassen wir uns nicht gefallen. Fehlt, wie wir die Wohnflächen eigentlich nicht verfügbar machen können, ohne zusätzliche Bedarfe noch zu haben. Auch die Zahlen, wie tatsächlich wie groß tatsächlich dieser Zuwachs nötig ist, die fehlt auch, die war da auch nicht dabei. Wir haben quasi diese 391 Hektar zusätzlichen Wohnbauflächenbedarf und die Wirtschaftsflächen noch dazu, die einfach von vornherein festgelegt wurden und die Frage ist, steht nur noch im Raum, wo genau. Und das ist ein Prozess, wo wir nicht sehen, dass da eine wirklich ausreichende Beteiligung stattgefunden hat. Es fehlt komplett die Diskussion, wie die Konzepte dieser Stadt eigentlich mit dem Beschluss der Klimaneutralität vereinbar sein können, wenn wir immer noch weiter diesen Expansionsweg gehen, der darauf zielt, dass wir jetzt tatsächlich auch noch
eine Wohnflächendichte da anpeilen von 50 Wohneinheiten pro Hektar. Und die Stadt selber sagt, das sind ungefähr 2/3 Einfamilienhaussiedlungen und 1/3 Geschosswohnungsbau. Das ist auch nicht, das ist ja nicht mehr Stand dessen, was man eigentlich heute bauen muss, wenn man Klimaneutralität ernst nimmt und wenn man die Artenvielfaltskrise ernst nimmt. Also wir haben hier auf jeden Fall eine große Kritik daran, dass es einfach nicht geht, dass wir weitermachen mit den Konzepten aus dem letzten Jahrhundert, in einer Zeit, in der wir alle hier mitkriegen, was eigentlich los ist und wir wissen, was eigentlich sich verändern müsste. Deswegen muss klar sein, so kann ein Prozess nicht laufen. Wir können nicht mit den gleichen Mitteln weitermachen, die uns hier hingebracht haben, wo wir heute sind. Das ist im Kern die Kritik. Deswegen sind wir hier und wir werden teilweise auch gleich noch daran teilnehmen an der Szenarienwerkstatt und das auch noch einbringen, soweit das natürlich irgendwie noch da in diesem Rahmen stattfinden kann, weil wir haben ja schon gehört, es ist ja eigentlich nicht mehr zur Verhandlung, wie viel das überhaupt noch versiegelt werden soll, sondern nur wo. Weniger Asphalt! Mehr Wald! Weniger Asphalt! Mehr Wald! Weniger Asphalt! Mehr Wald! What do we want? Climate justice! When do we want it? Now! Where do we want it? Everywhere! Are we gonna fight for it? Yes! Are we gonna get it? Yes! Dankeschön! Bitteschön! Woo!